Die Rumänen haben Aufschlag für den zweiten Satz. Hier ihre Nummer 6, Liana Vadura. Schiedsrichter, die Herren Treibisch, USA und Günther aus der DDR. Warm und locker bleiben, keine Sekunde Stillstand. Nun eine international zu beobachtende Devise dieser Sportart. 24 Minuten währte der erste Satz mit dem 15:8 für die Mannschaft der Sowjetunion. Die sieben Spielerinnen aus dem olympischen Turnier hier mit dem Aufgebot hat. Ja, Pass für die Nummer 4, Natalja Rasumova, 20-jährig. Und Punkt 2:0 für die Sowjetunion. Svetlana Kunischeva, 23 Jahre alt, heute im 64. Länderspiel. Und der Pass für die Hauptangreiferin Volkova. 1,92 ist die sowjetische Nummer 2. Das ist schon ein Gardemaß. Und Rasumova mit der 4, Punkt Nummer 3. Es ist das dritte Spiel der sowjetischen Mannschaft. Ein 0:3 gegen die USA, ein 3:2 gegen Bulgarien. Das Parkett schwitzt ein wenig, dann werden hin und wieder die Ministellen getrocknet und das Spiel geht weiter. Vier zu null. Sicher und geradlinig der Aufschlag und unwahrscheinlich scharf. Unten der Spielstand. Blitzschnell reagiert wieder von Volkova. Die Aufgaben sind derart scharf von Kuschinjewa, dass sie von den Rumänen immer nicht sicher gebaggert werden können, damit der Pass noch gestellt wird. Dann kommen sie zu hoch in Netzhöhe und dann steht die 1,92 große Elena da vorne und antwortet prompt. Wie eben 6:0 und die Rumänen hatten Auszeit. Shirita Sandi, ihr Trainer, wird gesagt haben, vielleicht ein bisschen weiter zurück, den Flug des Balles länger austrudeln lassen, damit der tote Punkt etwas später kommt und die Schärfe des Balles halt nicht mehr so groß ist. Vielleicht. Guter Schuss, aber außerhalb. Siebenter Punkt. Ja, geführter Ball. Aber das war so ein Versuch, diese scharfe Angabe zu meistern. Und da ging es halt noch daneben, mit einem technischen Fehler. Es gibt noch einen Wechsel bei den Rumänen und immer noch Aufschlag von Kuschinjewa. Pass für Volkova wieder. Und aus. Daniela Drojevic. Die jüngste im rumänischen Aufgebot mit 17 Jahren. Im 11. Länderspiel heute. Generationswechsel ja in alle Nationalmannschaften nach Olympia. Die Aufgabe erkämpft und nur wer die Aufgabe hat, kann einen Punkt machen. Für die Nummer 12, jetzt mit der Nummer 11, Juliana Enescu. So, wechselt ebenfalls für die Nummer 5 mit der Nummer 9,
Tatjana Kafteilova. Auch sie gehört zum jungen Kaderkreis der sowjetischen Nationalmannschaft, 17 Jahre alt, 1,78 Meter groß und ihre erste Länderkampfbewährung. Na, da hat sie sich doch gleich ganz sicher eingeführt. Tatjana Kafteilova. Zu durchsichtig dieser Angriff. 10. Punkt. Elfter Punkt. Da haben die Rumänen unwahrscheinliche Schwierigkeiten mit der Ballannahme. Der Länderkampf-Neuling. Sie haben es gesehen, wieder technischer Fehler. 12:0 im zweiten Satz. Rumänien kommt nicht ins Spiel. Um das Resultat des ersten Satzes unter der Länderbezeichnung, dann in der Mitte die 2 und unten dann das Satzresultat. Ja, nach den Handballpokalentscheidungen der Männer hier vor einer Woche nun wieder großer internationaler Sport mit diesem Volleyballturnier. Ja, keine Schwierigkeiten für die erfahrenen sowjetischen Spielerinnen in der Blockarbeit bei diesem Ball. Das ist Volkova, die 21-Jährige, 1,92. Die Nummer 6, Achraminova, auch nicht gerade die kleinste, hier gleich ganz vorne am Netz rechts. Mit der 6, 1,83 Meter. Chirita Sandi, der Trainer, im Hintergrund die Betreuerin der rumänischen Mannschaft. Es sind hier häufig Damen, die diese Funktionen ausüben. 6. Sicherlich nicht leicht, nun die richtigen Ratschläge zu geben bei diesem Spielstand. Satzball Sowjetunion, Jelena Volkova. Ja, das war klasse gestoppt. Großer Einsatz auf beiden Seiten. Genau da war die Lücke. Das war das 15:0 im zweiten Satz für die Mannschaft der Sowjetunion. Spielstand nach 2 Sätzen, 2:0 Sowjetunion. 15:8 und 15:0. Da ist das schnell gegangen. Für diese junge rumänische Mannschaft ist der Olympiasieger wohl doch eine Nummer zu groß im Augenblick. Im ersten Satz währte die Gegenwehr noch 24 Minuten, nun also in 8 Minuten war alles vergessen. Der dritte Satz bringt nun sicherlich die Entscheidung, denn es ist wohl kaum anzunehmen, dass die erfahrene sowjetische Mannschaft jetzt hier einen Satz abgeben wird. Nikolai Karpol, der sowjetische Trainer. Sehen Sie, das ist immer das Erstaunliche im Leistungssport. Trotz eines 15:0 scheint er nicht zufrieden zu sein. Da möchte er sicher das eine oder andere im Experiment noch besser bestätigt sehen. An einem etwas leichteren Gegner, da kann man das eine und andere versuchen und probieren. Der dritte Satz bei einem Satzstand von 2:0 für die Mannschaft der UdSSR im Spiel gegen Rumänien. Der dritte Satz beginnt mit Aufgabe Sowjetunion.
Svetlana Kunisheva. Na, da ist dein Angriff nicht aufgegangen. Passt für Volkova. Ist zu erwarten. Und Maria Enache hat die Hand noch dran gehabt. Kunisheva wieder. 1:0 im dritten Satz. Die 17-Jährige wieder. Eins zu eins. Ja, schöne Reaktion auf beiden Seiten. Und die rumänische Führung mit 2:1 jetzt in diesem Satz. Ja, das wäre nur mit einem Sprung zu machen gewesen, jetzt den Ball hier noch wieder ins Spiel zu bringen. Rumänien wechselt für die Nummer 8, jetzt mit der Nummer 12, Doina Morojanu. Hier im Bild Olga Solovova, auch aus dem goldenen Olympiateam von Moskau. Sie ist 28-jährig, 1,83. Und heute für sie Länderspiel Nummer 79. Immer wieder auf Volkova. Diagonal gesetzt durch diesen Schmetterschlag. Just da war die Lücke. Juliana Enescu. Volkova passt. Und Schuss. Ja, das gibt den verdienten Beifall des sachkundigen Publikums hier in der Rostocker Sport- und Kongresshalle. Auch das gibt's. Vier zu eins für Rumänien. Ja, es ist oft ganz erstaunlich im Volleyball, wie schnell ein Leistungsabfall eintreten kann, wenn irgendwie der Spielfaden reißt. Sehr sicher der Block. Da merkt man die größere Erfahrung, das bessere Eingespieltsein. Und mit diesem sicheren Schlag holen sich die Rumänen wieder die Aufgabe. Beim Stande von 4:2 für Rumänien. Natalia Roazumova. Auch aus der Olympiamannschaft. Nicht schlecht kombiniert durch dieses einfache Hinterlaufen, aber es hat den Block doch etwas irritiert. Kurz gestellt die Bälle. Diese Variante haben hier im bisherigen Turnierverlauf wohl die US-Amerikaner am besten demonstriert.
Olga Schabakova. 2:5. Und postwendend die Antwort wieder von Akhimova. Der dritte Punkt für die UdSSR, aber 5:3 für Rumänien. Begünstigt durch die Fehler des Olympiasiegers ist diese Führung zustande gekommen, aber sie merken selbst, welchen psychologischen Auftrieb eine Mannschaft sofort erhält. Man kommt besser ins Spiel, man riskiert etwas mehr und oft gewinnt man auch dabei. Jelena Achaminova. Eine der besten im sowjetischen Mannschaftsgefüge. Ja, noch aus dem Netz geholt. Volkova wird angespielt, aber nur getäuscht. Eine Variante des Angriffsspiels beim Olympiasieger. Ja, und wieder wurde der Pass für die Nummer 2 erwartet und dann hinterlaufen und dann kam von der kurzen Seite dieser Schmetterschlag. Man hat den Anschluss geschafft. 4:5. Und wieder Schwierigkeiten bei der Ballannahme. Ausgleich. 5:5. Ja, war noch Ballberührung. Die Aufgabe wechselt. Victoria Georgescu. 15:8, 15:0 nach Sätzen für die Mannschaft der UdSSR. Nun also 5:5. Ja, und den Ball hier einfach verlängert. Svetlana Kunisheva. Ja, da war kaum was zu machen. Und mit ihren Aufgaben hatten die Rumänen bisher die größten Schwierigkeiten. Na, wieder sind die Bodenkosmetiker zu einem Blitzbesuch aufs Parkett gekommen. Und beim Stande von 6:5 für die UdSSR gibt es diesen Aufschlag. Immer diese Sorgen, diese Mühen bei der Annahme der Aufgaben. Sie sehen, dann kommt dieses Baggerspiel zu hoch ans Netz und wieder kam dann prompt der Schmetterschlag als Gegenantwort. Erste Auszeit Rumänien, Spielstand 7:5, Sowjetunion. Das war kein schlechter Zwischenspruch des Olympiasiegers, den wir hier gesehen haben. Interessante Studie von Nikolai Kachpol. Chirita Sandi hat die wohl schwerere Aufgabe von der Trainerposition aus betrachtet. Kunisheva bringt den Ball wieder ins Spiel, die 23-jährige Auswahlspielerin, beim 7:5 im dritten Satz. Ja, da war der Block nicht geschlossen. Daniela Dröge. Das Mannschaftsküken der Rumänen mit 17. Die Variante ging nicht auf, gut beobachtet von der rumänischen Nummer 12, von Moroșanu. Und wieder der rumänische Zwischenspruch zum 7:7. Volkova. Der Olympiasieger hat die Aufgabe wieder erkämpft.
Mit 28 Jahren ist sie gemeinsam mit der Nummer 1, mit Nadezhda Radčević, die älteste, die Olga Fedorova. Oh, das war fast ein Solo von hinten durch, diese Spielerin, durch Volkova. Die längste Dame des Feldes, aber auch schon mit beträchtlicher Volleyballgröße, wenn man so sagen darf. Beifall für diese Reaktion. Sie bleibt am Ball. 8-7 für die Sowjetunion. Guter Angriff von Enache. Dojna Maužanu. Vorne am Netz bei Rumänien die Nummer 3, Maria Enache, mit der größten Erfahrung, 290 Länderspiele. Da ist sie am Ball. Man merkt doch an den Aktionen, was die Spieljahre so an Erfahrungsschatz mit sich bringen. Geübtes Auge für die Situation. Olga Shardakova. Heute erst zum 6. Mal im Aufgebot der Sowjetunion. Achamirnova. Neben Volkova die stärkste Angriffsspielerin. Und auch Krasumova die 4. 9-7 der Spielstand. Und wieder die Nummer 3. Wieder Enache. Maria Enache. Jetzt auch am Aufschlag. 28 Jahre alt, 1,77 groß. Ja, der Ball muss weit geholt werden, kommt aber sicher ins Spielfeld. Sie hier macht ein gutes Spiel, die Elena Achaminova. Spielerwechsel bei Rumänien und beim 9-7 für die UdSSR kommt dieser Aufschlag. Hey! 10-7. Hey, 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 hey! Da steht man wie gelähmt auf dem Feld. Da fehlten Enescu 10 cm oder eine Zehntelsekunde früher vom Fleck sich wegzubewegen, um diesen Ball zu erreichen, so also 11-7. Der Olympiasieger wird hier heute gegen Rumänien nicht zu dem attraktiven Spiel gefordert, das sich die Zuschauer eigentlich gerne wünschen. Aber es hat ja schon viel Beifall für glänzende Aktionen im Verlauf dieser Turniertage hier oben an der Küste gegeben, in Grevesmühlen, in Wismar, in Barth, in Grimmen. Und also hier in der schmucken Rostocker Sport- und Kongresshalle. Jelena Achaminova. 11-7 im dritten Satz. 2-0 für die UdSSR nach Sätzen. Die Mannschaft der DDR, wenn ich das ergänzen darf, hat heute spielfrei. Hier sehen Sie dann wieder am Sonntag auf dem Bildschirm. Vielleicht schnell noch einmal die Resultate unserer Mannschaft. 3-1 gegen Rumänien, also gegen diese Mannschaft, die wir hier sehen. Dann ein 1-3 gegen Bulgarien, ein 1-3 auch gegen die USA. Allerdings das beste Spiel, wie man der Mannschaft gerne bescheinigt. Und morgen heißt dann der Gegner UdSSR.
Und da können Sie heute schon mal am Spiel der sowjetischen Mädchen ein bisschen Maß nehmen, um dann morgen Ihren ganz privaten Vergleich zu haben. Rumänischer Aufschlag beim 7:13. Elena Volkova, Rasumova und Aframinova, drei solch starke Angriffsspielerinnen, kann man natürlich nicht ausschalten. Dazu reicht die Kraft dieser rumänischen Mannschaft wohl kaum aus. Neun zu 13. Nikolina Stönig. Block berührt und Wechsel. Olga Solovova. Aus dem Stand steigt Rasumova. Viermal. Satz und Spiel bei Sowjetunion. 14 zu 9. Ist dieser Ball schon die Entscheidung im Spiel? Ja. Das war das 15 zu 9 im dritten Satz. Damit zieht die Sowjetunion gegen die Sozialistische Republik Rumänien 3 zu 0. Ein ganz sicheres Resultat, ein ganz sicheres überlegenes Spiel der sowjetischen Mannschaft, die heute in dieser Begegnung auch Kräfte gespart hat. Und die junge DDR-Mannschaft wird sich dann morgen wohl auf allerhand gefasst machen müssen.